Naja. So ein Pilz. Kann man ja mal mitnehmen. Hm. Also ich sehe weder ein Kaninchen noch einen Hirsch noch sonst irgendwen oder irgendwas. Das ist irgendwie doof. Und ich glaube, jetzt wird's auch langsam dunkel. Hallo, kleiner Mümmelmann. Auf Wiedersehen, kleiner Mümmelmann. Wir nehmen erstmal den Speer zurück. Sorry. Matsche Patsche. So. Na, immerhin einer. So, wir laufen weiter. Vielleicht finden wir ja noch einen. Dann hätten wir schon mal drei gefunden. Das ist schon mal gut. Hier sind Pilze. Vorne müsste irgendwo das Wasser wieder sein. Wo braucht man einen Schluck zu trinken? Ja, hier ist Wasser. Das ist schon mal gut. So, trinken. Drink, drink, drink. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt ein paar Pilze gesammelt. Kann man die auch essen? Kann rot verzehrt werden. So, dann essen wir den doch direkt mal. Mhm. Dann haben wir hier Röhrenpilz. Kann roh verzehrt werden. Das ist doch gut. So, aber wir sind tatsächlich auch schon fast wieder zu Hause. Sehr gut. Okay, na, dann können wir ja hier noch ein bisschen wuseln. Ich guck mal kurz, wie spät es ist. 16 Uhr. Vielleicht kommt ja hier irgendwo noch ein hoppelnder Freund, aber jetzt wird es auch langsam so nebelig. Man sieht halt auch echt scheiße. Verzeiht mir den Ausdruck, aber es ist halt einfach so. Der Falle ist auch immer noch nichts. Deaktivieren? Nö. Ahornzweig sammeln. Ich fliege es nochmal hier hoch. Vielleicht ist ja hier oben jetzt mittlerweile irgendwer oder was aufgetaucht. Naja, immerhin haben wir zwei Hasen. Das ist schon mal etwas, oder? Wie viel Fleisch haben wir denn jetzt? Wir haben vier dabei, okay. Also ein Hase muss schon noch drin sein, dass wir genug Fleisch haben, um wenigstens die erste Quest abzugeben. Ein Hase oder ein Reh oder irgendwas. Ich laufe jetzt mal hier vor, weil theoretisch hat er uns ja hier vorne irgendwo die Quest gegeben. Das heißt, hier müssten ja auch irgendwo zu viele Hasen sein und nicht nur bei uns dahin. Oder? Weiß nicht. Aber ich denke. Hase, 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 Hase. Hallo, Hase. Ist hier irgendwo ein Hase? Kommt heraus, ihr seid umzingelt. Hier oben kommen wir doch, oder? Hier oben war doch unser Startpunkt, sozusagen. Hier oben sind wir quasi ins Abenteuer gestartet. Man sieht hier halt auch echt schwer in dem Gestrüpp. Ich meine, klar, das ist ein bisschen Sinn der Sache. Ist ja in einem richtigen Wald auch so. Ist ja jetzt gar nicht verkehrt in dem Sinne. Aber so zum Hasenjagen, echt schwierig. Echt schwierig. Und ich habe immer noch Angst vor Wölfen. Wir sollten ein bisschen aufpassen. Weil diese erste Wolfsbegegnung, die muss ich nicht wiederholen so schnell. Aber so ein Hase wäre doch ganz nett. Hase, Hase, Hase. So ein Fliegenpilz, aber keine Hasen. Ach Mann, schade eigentlich. Ich hatte gehofft, dass wir die erste Quest schon abgeben können. Und Kohlsamen haben wir halt auch keine. Richtig dramatisch, die Musik im Hintergrund. Nee, also kein Häschen. Definitiv kein Häschen. Ich renne sogar extra, dass er sich erschreckt und ein bisschen wegrennt, dass wir sehen, falls hier irgendwo ein Hase ist. Aber hier ist halt echt kein Hase unterwegs. Ich verstehe es ja, bei dem Kackwetter kann ich ja voll und ganz nachvollziehen, dass der nicht unterwegs ist.
Können wir ihr denn vielleicht die erste Saat schon mal abgeben? Wäre das vielleicht schon mal möglich? Nee, wo sind die denn alle? Mach mal den Speer weg. Benjamin? Oswalda? Nee, das ist er nicht. Idefonsa? Nee, die bist auch nicht. Wer war das denn? Sind die alle in der Kneipe oder wo sind die alle? Hier vorne hängt auch so eine Horde rum. Erdebunga? Nee. Da sollen wir es dann, glaube ich, abgeben, aber geht noch nicht. Okay. Ja, schade. Ich hatte gehofft, dass wir wenigstens die Fleischquest abgeben können. Also, dass wir jetzt 6 Hasen finden, fand ich ein bisschen sehr euphorisch, aber... So, ich grab mal die Stümpfe noch weiter aus, ob ich welche finde. Sieht ja sonst nach nichts aus und ich würde sagen, wir holen unten noch ein bisschen Stroh. Sofern wir das jetzt in dieser Jahreszeit überhaupt kriegen. Aber sieht ganz gut aus. Schilf meine ich natürlich. Ist ja Stroh. Schilf, Stroh, alles selbe. Damit wir bei Gelegenheit das Dach noch fertig bauen können von unserer Schneiderei. So, Schilf, 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 Schilf. Schade eigentlich. So, ob das reicht? Ich weiß nicht genau. Leider kein Kaninchen mehr. Naja, gut. Dafür haben wir ein paar Pilze gefunden. So 3, 4, 500. Ist ja auch schon mal was. So, der Hammer. Strohdach. Zack, zack, zack. Hier unten ist man auch. Zack. Oh, wir brauchen noch mehr Stroh. Mist. Wir holen das noch. So spät ist es noch nicht. Wir können doch noch ein bisschen Stroh holen gehen, oder? Geht eigentlich unsere Fackel jetzt im Regen? Ich frage einen Freund. Wir werden es rausfinden, schätze ich. Nächste Frage. Wenn ich das jetzt hier alles wegernte, wächst es dann nach? Ich hoffe doch. Unser Hammer ist auch gleich kaputt. Und der Regen hört langsam auf. Oder? Der Regen hört auf. Das ist ja gut. Sehr gut, es hört auf zu regnen. Wunderbar. Ich mache direkt mal folgendes. Ne, 3. 3 ist das Richtige. Ne, 3 ist die Schippe. 1. Weil gleich ist... Oh, ich sehe auch gerade unsere Steinachse. Gibt auch gleich den Geist auf. 3. Ne, 3. Achso, 1. Ne, ne, ne. 1, 1, 1. Zack. Oh, nochmal. Rundholz. Rundholz, Rundholz, Rundholz. Ich drücke die falsche Taste. So. Unser Hämmerlein ist gleich hinüber. Ein Pilz. Oh, ein Pilz. Wir haben ja vorhin eine Quest verkackt. Das war die mit dem Saft und den Beeren. Frage ich persönlich mich jetzt halt. Stand da eine Zeit dran? Weil falls ja, kaputt. Haben wir das ja irgendwie verpasst. Ne? Dass da eine Zeit dran stand. Falls da eine Zeit dran stand, wo stand die dran? Weil nicht, dass wir jetzt hier schon wieder irgendeine Quest verbummeln. Dann wäre es ja dumm gewesen, so viele gleichzeitig anzunehmen. War es wahrscheinlich auch, aber... Ja, Schneiderei ist fertig. Spinnrad, interagieren. Können wir alles noch nicht machen. Schneidertisch. Wow, hier kann... Wow, das ist viel. Einfache Tasche, Trinkschlauch. Kopfbedeckungen. Wow, das muss man alles erst freischalten. Ach du Heimatland. Das ist wirklich... Wow. Okay, krass. Webstuhl. Okay.
Wir haben es mal gebaut. Wird mit Sicherheit noch eine Weile dauern, bis wir das benutzen können. Ich verknusel jetzt mal noch ein paar Pilze. Hier die zum Beispiel. Nahrungsressource kann roh verzehrt werden. Ja. Können wir essen? Können wir... Ach ja, wir haben nur noch von diesen Riesenpilzen. Kann roh verzehrt werden. Macht aber irgendwie gar nichts an... Passiert nichts. Vergiftung. Ach na, großartig. Wenn der Charakter bestimmte Pilze oder verdorbene oder ungenießbare Nahrung ist, verursacht dies im einen Abfall der Lebenspunkte und kann tödlich sein. Na, ist ja super. Der Verzehr von Essen hat in diesem Moment keinen Effekt. In solchen Situationen kann die Ehefrau den Charakter heilen oder du versuchst es mit Johanniskraut. Ach na toll. Aber da steht doch, kann verzehrt werden. Ach. Ah, hier. Nee, das ist Kälte. Hier ist Gift. Ach, na toll. Lebenspunkte. Wenn du durch einen Sturz aus der Höhe verletzt oder von einem wilden Tier angegriffen wirst, kannst du dich selbst heilen, indem du laubwegerig isst. Er kann im Gras gefunden werden, erst anfangs schwer zu erkennen. Großes grünes Blatt. Ja, 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 wir brauchen mehr Johanniskraut. Ach, Kacke. Witchersicht. Hier ist Johanniskraut. Menno. Jetzt habe ich die ganzen Pilze umsonst gesammelt. Kann es sein? Johanniskraut. Essen. Essen? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unten rechts der lila Balken. Zeigt die Vergiftung an. Ach ja, ich kann auch einfach die Fackel ausrüsten. Dann sehen wir das Johanniskraut auch. Fackel wieder weg. Witcher sind wieder an. Ärgerlich. Ach. Gute Nacht. Die Frage ist jetzt, welcher Pilz war das jetzt? War das jetzt der, den... Aber Riesenschirmpilz. Stellt eine kleine Menge Nahrung wieder her. Ich probiere es jetzt einfach. Wir haben ja Johanniskraut. Wenn ich den jetzt esse, haben wir keine Vergiftung. Also der ist es schon mal nicht. Es ist nicht der Riesenschirmpilz. Beruhigt mich. Ach Mist, jetzt habe ich schon wieder... Nein, 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 wir wollen das doch gar nicht grillen. Ich bin so dumm. Wir wollen das Fleisch doch gar nicht grillen. Oh. Oh nein. Jetzt haben wir nur noch... Nee, warte mal. Wir haben... Wo ist denn jetzt hier? Quest verfolgen. Menno. Nicht grillen. Wir wollen doch ihr Fleisch bringen. Hier ist schon wieder kein Hase drin. Das ist doch kacke. So. Ich glaube, wir können nur die hier essen. Das sind die guten Pilze. Ich glaube, die großen Weißen sind die guten Pilze, so wie Champignons. Das sind unsere Mittelalter-Champignons. So, zack. Ich sammle von denen mal noch ein paar. Also viel bringen die dann halt auch leider nicht. Fliegenpilze kann man nicht essen, das weiß ich. So viel Ahnung von Pilzen habe ich dann auch. Ansonsten beschränke ich mich tatsächlich einfach auf die, die es im Supermarkt gibt. Weil mir das zu gefährlich ist. Viele Leute gehen ja im Herbst gerne Pilze sammeln. Bitte, kein Problem. Jeder, wie er das möchte. Mir persönlich ist es einfach zu gefährlich, weil ich einfach zu wenig Ahnung davon habe. Ansonsten finde ich die Sache natürlich extrem cool, einfach so in den Wald zu gehen und zu sagen, hey, wir suchen uns jetzt ein geiles Abendessen. Aber, ja, es ist mir zu gefährlich. Es ist mir zu gefährlich. Da läuft doch was. Da ist irgendwo ein Häschen. Wo ist das Häschen hin? Oh, man kann die so schwer sehen. Manu. Wo ist der Hase hin? Hase, Hase. Hallo, kleiner Hase. Mein Pilzkreis.
Ein Pilzkreis. Zack. Ja, neues Level, überleben. Sehr gut. Wo war das? Nee, nicht bei J. Hier. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich nochmal drauf gehen, dass wir weniger schnell Hunger kriegen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und jetzt möchte ich bitte dieses blöde Häschen finden. Naja. Wir hauen uns jetzt mal die Pilze rein. Hier Riesenpilz. Und halt auch immer nur ein Nahrung, ne? Das ist halt echt... echt wenig. Gut, aber das Spiel soll uns wahrscheinlich dazu zwingen, dass wir, na, ein bisschen in die Puschen kommen und ein bisschen Zeug anbauen und es dann halt selber zusammen rühren können. Ich werde jetzt mal Richtung... Richtung Denica laufen. Denica? Ich weiß nicht. Ist es... Laufe ich in die richtige Richtung? Nee. Da muss ich lang. Ja, das ist die richtige Richtung. Sollten wir unterwegs einen Hase finden oder ein Reh oder... Nee, kein Wildschwein. Nicht unbedingt ein Wildschwein. Ich kann mich erinnern, dass das ein bisschen sehr stark war. Kaninchen? Ja. Reh? Ja. Wildschwein? Nicht unbedingt. Pilze? Ja, bitte. So. So. So, weiter geht's. Hier wachsen mehr als genug Pilze. Können wir nicht alle mitnehmen. Da ist ein Hirsch. Wir versuchen den jetzt mal zu fangen. Oh, hier geblieben. Hier bleiben. Schön stehen bleiben. Nee. Nein, bleib doch mal stehen. Okay, wir dürfen ihm nicht hinterher rennen. Wir müssen ihn einfach im Auge behalten. Und uns schleichen. Kriegen wir hin. So. Zap, zap, zap. Näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Weil sonst treffen wir wieder nicht. Wir erinnern uns. So. Zack, zack, zack. Ich habe das Gefühl, er ist schon langsamer geworden. So, das war's. Dankeschön. Ach, sehr gut. Tschüss, kleines Reh. Vielen Dank für dein Fleisch. Das können wir jetzt nämlich an Alice weitergeben. Ich laufe jetzt trotzdem noch weiter nach Dezina, Deniza, Delicius. Da ist nämlich auch noch eine Quest, wie ich gerade gesehen habe. Außerdem kriegen wir da vielleicht Kohlsamen. Ich kann mich erinnern, die haben doch da Kohl angebaut, oder? Ist das ein Hund? Bist du ein Huhn? Da? Das ist ein Fuchs? Das ist ein Fuchs? Ich bin ja eigentlich ein Fuchsfreund, nicht wahr? Na gut, aber nur weil du so schnell weggelaufen bist. Der hätte bestimmt gut Pelz gegeben. Aber eigentlich bin ich, wie gesagt, ein Fuchsfreund. Deswegen, ja... ist auch ganz gut, dass er weggelaufen ist. So, ein Schluckelchen Wasser. Ich ignoriere das Pilzbataillon und schaue nochmal auf die Map. Wir müssen ein bisschen weiter rechts. Oh, hier sind auch wieder Rehe. Rehe und Füchse und alles miteinander. Peng. Er rennt. Nee, 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 du hast meinen Speer dabei, Bro. Komm mal zurück jetzt. Dip, 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 straight in den Popo. Ping, ping, ping. Oh, es war, glaube ich, ein bisschen tiefer als der Popo.
So. Wo ist er denn? Da. Zack. Das war schlecht. Entschuldigung, ich bräuchte mal meinen Speer, bitte. Darf ich mal meinen... Nee, ist ein Stock. Einfach nicht stören lassen, aber mir vielleicht mal einen Speer geben, das wäre cool. Wo rennt er denn hin? Mein Speer. Bleib hier. Ja, wo ist er jetzt hin? Ich höre ihn rennen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist denn mein Speer jetzt? Egal. Egal. Er wäre eh fast kaputt gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Ich darf mich nicht so viel aufhalten lassen jetzt hier. Ich wollte ins kleine Dorf und da gehe ich jetzt auch hin. So.